Die Fliedner-Klinik ist natürlich eine ganz wertvolle Ergänzung hier in Berlin als Tagesklinik für seelische Gesundheit. Gerade bei Personen mit seelischer Gesundheit ist es ja wichtig, dass sie nicht komplett aus ihrem Alltag rausgerissen werden in eine Krankenhaussituation, sondern im Alltag bestehen, aber dann eben auch die Beratung haben. Und das ist natürlich wunderbar. Und die Fliedner-Klinik hat ja auch einen entsprechend guten Ruf. Den Leiter der Fliedner-Klinik, Herrn Dr. Master Adli, kenne ich natürlich seit langer, langer Zeit hier als Oberarzt in der Charité, aber dann auch jemand, der den World Health Summit 2009 mit mir begonnen hat und damit über das Thema seelische Gesundheit wirklich auch globale Gesundheit und auch dann die psychischen Krankheiten, seelischen Krankheiten weltweit mit ins Auge gefasst hat und da wertvolle Beiträge geleistet hat. Und ich denke, dieses enge Zusammengehen zwischen auf der einen Seite der wissenschaftlichen Ausbildung, der wissenschaftlichen und auch globalen Orientierung und gleichzeitig der Verankerung der Fliedner Klinik hier in Berlin an einem prominenten Platz am Gendarmenmarkt ist natürlich eine tolle Kombination. Was mich besonders beeindruckt auch, ist die Orientierung auf seelische Krankheiten im städtischen Kontext. Über 50% der Bevölkerung weltweit lebt inzwischen in Städten, nicht mehr auf dem Lande, nicht mehr in einer natürlichen Umgebung, sondern in einer komplett künstlichen, modernen Umwelt, für die wir eigentlich nicht geschaffen sind als Menschen. Und daraus ergeben sich viele, viele seelische Besonderheiten derer, die in der Stadt leben. Und das ist ja ein großes Thema von Herrn Adli in wissenschaftlicher Hinsicht, aber dann eben auch in der Behandlung, in der Betreuung von Patienten. Und das ist ein ganz großes Thema. Also die Weltbevölkerung wird zunehmend in Städte gehen. Man schätzt da im Jahre 2050, dass bis zu 3/4 der Menschheit, das sind dann 3/4 von 8 Milliarden Menschen, in Städten leben und dann seelische Gesundheit in Städten zu untersuchen, zu behandeln und wissenschaftliche Konzepte dafür zu entwickeln, ist eine große Aufgabe. Und dass das gemacht wird in enger Zusammenarbeit mit der Charité, aber dann eben auch mit Patienten, die in Berlin ja auch aus aller Welt kommen, mit Migrationshintergrund, in unterschiedlichen kulturellen Zusammenhängen aufgewachsen sind. Das, denke ich, ist eine große Bereicherung und macht auch die Vielfalt und ich denke auch dann die Kompetenz der Fliedner Klinik aus.